Willkommen zum zweiten Poeten heute Abend. Der kommt aus Marburg. Bitte ganz herzlich auf die Bühne, Bo Wimmer. Wunderschönen guten Abend. Ich hatte gerade Kreislauf. Das sind ja so Sachen, ne? Dass man die hat, merkt man erst, wenn es nicht mehr so funktioniert. Dann kommt man hin. Ich hoffe, die Luft ist noch ausreichend Sauerstoff gesättigt. Ich habe einen Text mitgebracht. Es ist jetzt, es war bisher ja ganz witzig. Es findet hiermit jetzt ein Ende, aber später wird es wieder witzig, keine Sorge. Es geht jetzt um ernste Themen, um Emanzipation, Gender Mainstreaming, Feminismus und dergleichen. Ich bin anerkannter Gender Defender mit Loberhessens. Es ist meine Aufgabe, bestimmte Sachen und Wahrheiten in die Welt zu tragen, staatlich subventioniert. Und folgender Text, richtet sich natürlich an die Männer, aber auch an die Männer. Denn wir haben natürlich Pflichten in den modernen Zeiten, aber wir haben auch Rechte und für die müssen wir auch einstehen. Und darum geht es im Text. Der folgende Text ist wahrscheinlich gerade noch so FSK 12. Ich fange einfach. Wenn man einen Mann das erste Mal mit nach Hause nimmt, kauft man ja die Katze im Sack, also den Penis am Sack. Wer weiß, was einem da später entgegenspringen wird. Fleisch- oder Blutpenis, beschnitten oder nicht, ein Mini-Pinsel, 14 Durchschnittszentimeter der Volkswagen unter den Penissen oder monströse 20 Zentimeter, die jeden vaginalen Rahmen zu sprengen drohen. Wie oft weinten junge Männer? Oder fühlt sich jemand an etwas erinnert? Ja, ne? Dinge, die jeder kennt, aber kaum jemand in den Mund nimmt. Wie oft weinten junge Männer, wenn sie mit heruntergelassener Hose vor mir standen und ich sie wieder nach Hause schickte. Ich verstehe auch gar nicht, warum Frauen das nicht machen. Ich jedenfalls wurde noch nie gefragt. Bo, deine Texte sind ja echt okay. Du scheinst ein easy date zu sein und ich will heute Nacht wirklich nicht alleine schlafen, aber könnte ich kurz, um Enttäuschungen vorzubeugen, deinen Penis sehen? Und ausgefahren oder nicht, ich kenne keinen Mann, der nicht zumindest eine ungefähre Vorstellung der Länge seines Penises in Zentimetern hätte. Fun Fact, wissenschaftlich erwiesen, wenn Männer sich ihren Penis messen, vermessen sie sich im Schnitt um 2 Zentimeter. Einfach abziehen. Und von wegen, es kommt auf die Technik an. Wer das sagt, hat Technik meistens auch bitter nötig, nur sieht und spürt man davon meistens auch relativ wenig. Außerdem sagt ja auch keiner, eigentlich. Ja, eigentlich mag ich keine Blondinen, aber deine Technik beim Haare zurückwerfen. Wow. Jetzt kommt der Performance-Teil des ganzen Abends. Warum dürfen eigentlich Frauen ihre Brüste zeigen, verstecken, wonderbraisieren, jedem Mann ihre Unterwäsche zeigen, aber kaum. Kaum holt ein Mann seinen Penis raus, um den klassischen Helikopter-Move zu machen. Da schreit einem jeder auf. Wenn Frauen Dekolleté zeigen, warum als Mann nicht einfach seinen Penis auf ein T-Shirt drucken? Darunter lustige Sprüche wie
der Grund, warum ich keinen Porsche brauche. Tuned by Aphrodite. Oder schlichter Klassiker. I was made for loving you, baby. Ja, ich als heterosexueller Mann fordere das Recht, ein Objekt sein zu dürfen. Jeder Mann sollte stets und immer seinen Penis offen und stolz vor sich hertragen dürfen. Dann gäbe es auch endlich Penisbesprechungen in der Zeitung zu lesen. Sein Text ordentlich, aber sein Penis rockte das Haus. Der fleischgewordene Traum eines jeden Penisästheten. Er kam, sah und baumelte. Ungeahnte Möglichkeiten wären das, es würden ganz neue Geschäftszweige entstehen. Kleine Penisaccessoires für die Disco. Das kleine Schwarze. Eichelmützchen für geschnitten im Winter. Männer dieser Welt, zeigt euren Penis, seid stolz auf das, was euch gegeben wurde, macht den Helikopter, schwingt eine Acht, knöpft die Hose auf und lasst hängen, was da hängen möchte. Wie schön wäre das. Frauen, die sich auf der Straße umdrehen, sich fragend ansehen und tuscheln. War der echt? Oder hat er sich den machen lassen? Männer, die sich am Stammtisch zugrosten. Deine Frisur. Echt scheiße. Aber dein Penis. Respekt. Jungen, die sich auf den 16. Geburtstag eine Schönheitsbeschneidung oder Verlängerung wünschen. Jugendliche, die sich den Penis ihres Stars als Bravo-Fan-Poster ins Zimmer hängen. Deutschland sucht den Super-Penis. Die beurteilt das Schwingen beim Gehen. Heidi Klum bläst Probe. Die erste Show, die Dieter Bohlen wegen zu kleiner Scham nicht moderieren kann. Manche Männer laufen durch die Straße, von überall ertönen Pferdegeräusche. Vor Polizisten hätte man kaum noch Angst. Sie wollen meine Personalien. Okay. Politiker würden endlich wieder zu Menschen. Und ich weiß nicht, ob diese Welt eine bessere wäre, aber ich bin mir sehr sicher, sie wäre um einiges ehrlicher. Danke.